Ich starte jetzt privat bei mir und hier auf diesem YouTube-Channel ein kleines Projekt. Und zwar will ich mal mit Hausautomation ein bisschen anfangen zu experimentieren. Am Anfang will ich einen einfachen Basisaufbau machen, der mit einer Sprachsteuerung funktioniert. Das Endziel soll dann sein, Alexa abzulösen und Snips zu verwenden. Snips wird lokal prozessiert, das heißt, man nimmt einen Raspberry Pi zum Beispiel und der übersetzt dann die Sprache in Kommandos und man ist nicht abhängig von Alexa oder ja, Google Assistant Lösungen, die halt sehr datenschutzunfreundlich sind. Mein Basisaufbau wird so aussehen, dass ich mir erstmal als Software OpenHub 2 auf dem Raspberry Pi 4 installiere. Später kommt dann Snips dazu, sobald die Buster unterstützen, solange werde ich noch Alexa verwenden. Und das macht auch den Einstieg ein bisschen einfacher, wenn man erstmal eine fertige Lösung wie Alexa verwenden kann. Aber man kann halt schon mal mit OpenHub 2 anfangen zu experimentieren. Was will ich überhaupt erreichen? Ich will meine ganzen Hi-Fi-Geräte erstmal mit Sprache steuern können. Darunter sind dann auch Geräte, zum Beispiel mein 20 Jahre alter AV-Receiver, der natürlich nicht smart ist und den ich dann mit einem Harmony-Hub von Logitech einbinden möchte in diese ganze Lösung. Das ist jetzt erstmal auf einem ganz niedrigen Level angefangen. Das heißt, man kommt halt gut rein mit der Software. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert. Dann kann man wieder die 20.000 Fernbedienungen, die man zu Hause hat, benutzen. Tut dann aber auch nicht weh, wenn das nicht funktioniert und man hat die Zeit, dann nachzubessern. Wenn ich dann ein bisschen sicherer bin im Umgang mit OpenHub und auch dann später mit Snips, dann kann man das auch erweitern. Das habe ich mir auch quasi schon so angelegt, dass ich das erweitern kann. Man kann zum Beispiel an den Raspberry Pi per USB einen Zigbee-Gateway anschließen. Also wenn man dann Geräte mit Zigbee, wie zum Beispiel Philips Hue oder sowas, noch integrieren möchte, sind dem auch keine Grenzen gesetzt erstmal. Ich werde jetzt einige Videos dazu machen, quasi Schritt für Schritt. Ich werde auf meinem Blog eine Übersichtsseite dafür aufsetzen und auch eine Playlist hier in YouTube machen. Es wäre natürlich schön, wenn ihr mich abonniert, dann könnt ihr das nachverfolgen. Und wenn ihr dann einen Teil zum Beispiel nachbauen wollt aus dem, was ich gemacht habe, habt ihr dann ein Video, an das ihr euch halten könnt. Ich werde sowohl den Hardwareaufbau quasi mitverfolgen mit Video und Ton und ich werde auch, was ich dann quasi am PC mache oder ja, wie ich dann OpenHub zum Beispiel einrichte, auch das werde ich per Video dokumentieren und das eben thematisch dann pro Video immer gegliedert, was ich gerade vorhabe. So, das war jetzt erstmal das Intro. Ich fange jetzt mal an zu basteln und dann erscheinen die nächsten Wochen und Monate eine ganze Menge Videos zum Thema Home Automation mit OpenHub, mit dem Raspberry Pi 4 und ja, dem Logitech Harmony Hub in Verbindung mit Alexa erstmal und am Ende schwenken wir dann um zu Snips.